Jesus sagt: Dies wird meine dunkelste Stunde sein. Bleibt bei mir, meine Bräute. 14. April 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge das Mitgefühl und die Standhaftigkeit von Jesus mit uns sein, während wir der Botschaft seines Herzens heute Abend zuhören, Herzbewohner. Ich hörte der Anbetungsmusik zu und diese leitete meine wandernden Gedanken sanft zurück in die Gegenwart des Herrn. Ich sang jene Lieder im Herzen zusammen mit der Musik. Das letzte Lied von Terry McGalman war »Wie lange noch«, welches von der Entrückung handelt. Nach etwa 45 Minuten begannen wir uns zu verbinden, von Herz zu Herz, und Gedanken begannen sich zu formen, seine Gedanken. Zuerst dachte ich, dass es meine Gedanken wären, aber dann realisierte ich, dass es Jesus war, der mir sein Herz offenbarte. Dies ist, was ich sah und fühlte. Ich sah eine junge Mutter mit ihren zwei Kindern, eines im Kinderwagen, das andere neben seiner Mutter hergehend, an einem wunderschönen Frühlingstag im Park. Dann sah ich eine andere Mutter, die mit ihren Kindern einkaufen ging. Sie hielt ein Kleinkind und sie war dabei, es in den Einkaufswagen zu setzen, während ihr anderes Kind sich am Griff festhielt. Sie waren glücklich und durchlebten einfach ihren Tag. Das kleine Mädchen war aufgeregt und ging mit seiner Mutter in den Laden, um zu sehen, was für Leckereien da zu haben sind. Dann sah ich ein jung verheiratetes Paar, welches in den Laden lief zur gleichen Zeit. Sie sahen aus, wie wenn sie gerade ihren College-Abschluss gemacht hätten. Offensichtlich waren sie wirklich verliebt ineinander. Als ich über diese Szene nachdachte, realisierte ich, wie süß und kostbar es war, wie unschuldig sie mit ihren täglichen Aktivitäten beschäftigt waren. Dann, ganz plötzlich, geschah es, eine Explosion, etwa 6 Kilometer entfernt. Ein blendender Lichtblitz, eine Feuerwelle und ein Wind, und sie waren verschwunden. Eingeäschert. In einem Augenblick waren sie alle glücklich und erfüllt, sich um das Leben kümmernd. Im nächsten befanden sie sich mitten im Horror und sie waren verschwunden. Ich fing an zu verstehen. Das Leben verlief so gut für jene Menschen, so hoffnungsvoll. Sie hatten eine Zukunft vor sich. Doch in einem Augenblick war es vorbei. Es ist so hart für mich zu glauben, dass dies in einem Augenblick geschehen und ganz Amerika verwüstet sein könnte. Kleine Kinder im Kindergarten, College-Studenten, kleine Mädchen beim Turnen, Teams, die sich für die Baseball-Saison vorbereiten. Alle unschuldig, ihr Leben lebend. Und ganz plötzlich liegen ihre Körper verkohlt auf dem Boden und die Welt, wie sie sie kannten, hörte auf zu existieren. Horror über Horror. Wie konnte Gott dies zulassen? Sicher kennen wir all die Argumente bezüglich Sünde und Strafe, aber was ist mit den Unschuldigen, deren Leben erst beginnen? Was ist mit jenen, die immer noch nach dem Sinn ihres Lebens suchen, die immer noch nach Gott suchen, ihn aber noch nicht gefunden haben? Ich gehörte einmal zu jenen in meinen 20ern. Ich hatte keine Ahnung von Gott und all dies ändert in einem Augenblick. Es scheint alles so brutal und sinnlos. Wenn ich damals gestorben wäre, wäre ich sicherlich in der Hölle gelandet. Dann begann ich den Kampf zu verstehen, der im Herzen Gottes stattfindet. Er liebt jedes Einzelne, er formte sie im Mutterleib.
erstattete sie mit einem Funken von sich selbst aus und mit Gaben, um diese mit der Menschheit zu teilen und um ihnen Freude zu bringen, Kinder zu bekommen. Er sah die Kämpfe, die sie in ihrem Leben überwunden haben, ihre guten und schlechten Entscheidungen. Er war da für sie, um sie zu ermutigen, das Richtige zu tun. Er kennt jedes ganz vertraut, wie wir uns selbst kennen. Und er liebt sie, es sind seine Kinder. Wie kann er dies geschehen lassen? Während ich über diese Dinge nachdachte, begann Jesus, mit mir zu sprechen. Jetzt liest du mein Herz. Jetzt siehst du, was für Dingen ich gegenüberstehe. Ich will nicht, dass dies geschieht, niemals. Ich weiß, dass ihr erschöpft seid, meine Bräute, aber bitte, schaut aus meiner Perspektive. Ich will nicht, dass das jemals geschieht. Für mich ist es der absolute Horror. Und was es noch schlimmer macht, ist, dass einige von ihnen mich niemals wiedersehen oder mit mir zusammen sein könnten. Ich sagte zum Herrn, was also tust du? Auf die Zähne beißen, tief ausatmen und es geschehen lassen. Aber wie ich zusammenzucke, wie ich hasse, was geschehen muss. Versteht ihr? Eine weitere Minute bedeutet hunderte Seelen mehr im Königreich, bevor es zu spät ist. Aber dann wird es zu spät sein. Aber wie ich jene Stunde fürchte. Ich möchte, dass ihr meine Perspektive habt, meine Bräute. Ich hasse, was bald geschehen muss. Was ist also eine weitere Minute für euch? Hunderte Seelen. Und wenn es geschieht, werden wenigstens viele mehr bei mir im Himmel sein. Also sage ich zu euch, seid nicht in einer solchen Eile. Ich fürchte dieses Ereignis. Kommt und lebt in meinem Herzen. Seht, was ich sehen muss, fühlt, was ich fühle und versteht, während ihr auf eine Feier im Himmel blickt und auf die Freiheit von dieser Erde. Blicke ich auf einen Holocaust. Zieht keine voreiligen Schlüsse hier. Ich sagte nicht, dass ich das Timing ändere. Vielmehr bitte ich euch, euer Herz mit meinem zu verbinden, um zu sehen, was ich in diesem Augenblick ertrage. Jede Minute, es ist die reinste Tortur, aber irgendwann muss es weitergehen. Die ganze Menschheit, die mit ihrem täglichen Leben beschäftigt ist, wird plötzlich in einen Abgrund gestürzt werden, voll qualvoller Schmerzen, Verluste und Verwirrung und vollkommen schockiert, fassungslos, sprachlos und unfähig zu denken. Dies ist, was ich jede Minute vor Augen habe, bis mein Vater es zulässt. Und dann muss ich mich um die Folgen kümmern. Eine weitere Horrorgeschichte. Ein Horror, der so groß ist, dass ihr die ganzen Auswirkungen mit eurem sterblichen Verstand nicht verstehen könnt. Bleibt an meiner Seite, meine Bräute, tröstet mich, wie der Engel mich im Garten tröstete, vor meiner Festnahme. Legt eure liebevollen Arme um mich und tröstet mich, denn niemals gab es eine solche Trübsalszeit, wie das, was über diese Erde kommt, und ich fürchte es mit meinem ganzen Wesen. Doch meine Barmherzigkeit wird eine Situation um die andere übernehmen, zur passenden Zeit. Für jede arme Seele, die davon betroffen ist. Dies ist, worüber ich mit euch heute sprechen wollte. Ich brauche euren Trost, eure Gebete für die Menschheit, für jene, die in meinem Bild erschaffen wurden. Ob sie gut oder schlecht sind. Es ist nicht mein Wunsch, sie so leiden zu sehen. Es ist nicht mein Herz. Bitte, ich bitte euch, bleibt an meiner Seite, schenkt mir jeden freien Augenblick. Wirklich, ich gehe den Weg des Kreuzes noch einmal und für jene von euch, die gewählt haben, mich zu begleiten, zu euch sage ich,
dass es mir mehr bedeutet, als ich es jemals ausdrücken könnte. Dies ist die dunkelste Stunde für die Menschheit. Dies ist, was alles Fleisch gefürchtet hat. Es wird die ganze Welt überraschen und sie ins Chaos stürzen, wie es niemals zuvor erlebt wurde und wie es niemals wieder sein wird, bis zum Ende der Zeit. Bleibt bei mir.